Botox spritzen kann jeder und ist auch total einfach eigentlich. Komplett falsch. Botox ist so der Klassiker in der ästhetischen Medizin, so Botox spritzen, ein bisschen Zornesfalte, ein bisschen Stirn, ein bisschen Augen. Ist aber extrem individuell, das heißt, jeder Patient, den ich unterspritze, und das sind mehrere manchmal am Tag, muss ich komplett anders spritzen. Und es hat extrem viel damit zu tun, wie ich mich anatomisch und auch quasi technisch auskenne als Unterspritzer. Mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg aus Wien und wir schauen uns heute eigentlich den Klassiker der Botox-Spritzen an, wie schwierig das eigentlich ist. Das Wichtigste mal gleich vorab, mit Botulinumtoxin behandeln wir keine Falten. Was? Ja, wir behandeln keine Falten, sondern wir modulieren die Muskulatur. Das heißt, Botulinumtoxin lähmt jetzt per se nicht, sondern ich sage immer, es moduliert die Muskulatur. Das heißt, wenn wir Botulinumtoxin in der richtigen Region und in der richtigen Tiefe und in den richtigen Muskel spritzen, dann kann ich das und das nicht mehr machen. Und dadurch werden Falten besser. Das heißt, wenn ich lange Zeit keine Falten machen kann, es gab sicherlich mal ein paar Videos, wo ich schon ein bisschen gebotoxt war, wo ich weniger Stirnfalten hatte, als ich sie jetzt gerade habe. In ein paar Monaten werde ich wieder weniger Stirnfalten haben, weil ich mir vielleicht dann wieder ein bisschen Botox hole von meiner Frau. Aber Botulinumtoxin beruhigt die Muskulatur und dadurch quasi habe ich weniger Falten. Patienten sind aber immer so, dass sie sagen, so, ich hätte gerne diese Falte weg und diese Falte weg und diese Falte stört mich hier und diese Falte stört mich hier und außerdem diese ganzen Falten hier außen stören mich auch. Und die Falten zu unterspritzen, das heißt die Injektionspunkte genau in die Falte reinzusetzen, ist eigentlich nicht richtig. Schauen wir jetzt mal die Zornesfalte an. Wenn sie böse schaut, dann sehen wir, dass die Aktivität hier losgeht und wir wissen aus anatomischen Arbeiten, dass hier zwei Muskeln verlaufen, die das Gewebe locker lassen, so zusammenschieben und dadurch genau diese Knickfalten hier erzeugen. Das heißt, wenn ich diese Falte behandeln will, die Zornesfalte, dann soll ich nicht die Falte behandeln, sondern muss im Prinzip die Muskulatur behandeln. Und dann gibt es noch einen Muskel, der hier oben verläuft. Den habe ich ganz gut. Der macht quasi diese Querfalte. Sieht man das? Der macht diese Querfalte. Das heißt, wenn ich hier eine Querfalte habe, habe ich noch zusätzlich einen Muskel, den ich auch behandeln muss. Muskeln behandeln, eigentlich relativ einfach. Ich steche halt einfach irgendwie rein und dann ist er behandelt. Wieder falsch. Der Muskel verläuft dreidimensional. Und dreidimensional bedeutet, dass er oberflächlich beginnt und tief endet. Und dann hat er noch sogenannte Motor Points, das heißt Stellen, wo die Nerven in den Muskel hineinwandern. Und dort quasi kann man den Muskel besonders gut behandeln. Und schwuppsdiwupps sehe ich, dass die klassische Zornesfaltenbehandlung gar nicht mehr so einfach ist. Und plötzlich sehe ich oder verstehe ich vielleicht, warum die Zornesfalte mal weniger oder mal besser funktionieren kann. Wie oft haben wir das, dass man sagt, ich war beim Dr. A und der hat die Zornesfalte behandelt, das hat aber nicht lange gehalten. Und dann war ich beim Dr. B und da hat es quasi einen Monat länger gehalten. Und es gibt mehrere Gründe, warum das weniger lang gehalten hat. Das eine ist, dass Botulinumtoxin weniger gespritzt wurde. Botulinumtoxin ist ein Pulver, das ich verdünne und wenn ich das stärker verdünne, ist das im Prinzip kein Problem, aber ich muss immer dieselben oder die richtigen Einheiten spritzen. Und die Einheiten sind unterschiedlich, weil bei mir wird man vielleicht ein bisschen mehr brauchen wie bei ihr oder bei einer Dame, die nur eine ganz geringe Zornesfalte hat. Das heißt, die Anzahl der Einheiten ist wichtig, die man spritzt. Die Tiefe, denn wenn ich ihr das Botulinumtoxin ins Fettgewebe spritze, kann es nicht wirken, weil Botulinumtoxin nur am Muskel wirkt. Das heißt, in die falsche Tiefe gespritzt, nicht an den Muskel, deswegen braucht man übrigens eine Nadel dazu, wirkt das Botulinumtoxin nicht. Wenn ich zu wenig Punkte habe und den Muskel nicht in seiner vollen Länge behandelt habe, dann wirkt es relativ kurz. Das ist auch der Punkt, wo Patienten immer sagen, es hat zwar kurz gewirkt, aber dann war die Wirkung schnell wieder draußen. Das heißt, viele Gründe und dann gibt es leider noch einen Grund, der ein bisschen außer unseren Händen ist, dass diese Herstellung von Botulinumtoxin, die über Bakterien funktioniert, ist aber nicht infektiös deswegen, aber über Bakterien funktioniert, hat eine gewisse Schwankungsbreite. Und wenn ich hier 100 Einheiten drinnen habe, weiß ich nicht, ob die 100 Einheiten noch 100% Potenz haben. Das heißt, die Potenz kann leicht variieren. Und deswegen passiert es hin und wieder, auch bei meinen Patienten, dass ich spritze und dann sagen die, du, das letzte Mal hat es gut gehalten oder das letzte Mal hat es ein bisschen weniger gut gehalten. Das hat ein bisschen mit der Varianz der Produkte zu tun, die bei allen im Prinzip gleich ist. Da gibt es immer eine kleine Variabilität durch den Herstellungsprozess. Das kann man nicht ausschalten. Aber wir sehen, dass die einfache Zornesfalte schon gar nicht mehr so einfach ist. Gehen wir zur Stirn weiter hinauf. Wenn wir die Stirn anschauen, dann haben wir grün eingezeichnet die Falten. Wenn ich die Patientin aber nach oben schauen lasse, fest nach oben schauen lassen, sehe ich, dass diese Falten
in der Bewegung noch ganz woanders hin. Und das, was ich eigentlich im Endeffekt machen muss, locker lassen, ich muss mir überlegen, wo ist der große Stirnmuskel, nochmal nach oben schauen. Der ist bei ihr wirklich relativ gerade und relativ flächig. Wo ist der gerade Stirn, also der große flächige Stirnmuskel? Und wie kann ich den behandeln? Umso tiefer ich den Muskel behandle, das heißt, umso mehr Punkte ich tief spritze, desto mehr wird uns die Augenbraue hängen. Das ist jetzt zu viel für dieses Video, was wir da genau machen. Da haben wir in unserer Filler Academy für Ärzte Kurse, wo wir zeigen, wie man das spritzt, damit es eben nicht zu einer Braunbrandose kommt. Aber zur Erklärung hier, wenn ich zu tief spritze, dann sind zwar die Falten weg, aber die Augenbraue rutscht nach unten, weil der Stirnhebermuskel hatte die Funktion, ganz fest heben, die Augenbraue zu heben. Und wenn ich diesem Stirnhebermuskel komplett die Kraft wegnehme, locker lassen, dann wird mir die Augenbraue ein Stückchen runterrutschen und man schaut nachher schlechter aus. Stirnmuskel, extrem kompliziert, gibt es eben verschiedene Methoden und Techniken, wie man erkennt, an welchen Punkten man spritzt, aber es ist ganz klar mal nicht in die Falten, und auch wenn sie nochmal in der Bewegung ist, dann sind die Falten hier noch ein Stück weiter nach außen gehen, da sehe ich die Falten jetzt bei ihr, dann unterspritze ich nicht jetzt einfach Botulinumtoxin in den Falten, vor allem in diesen unteren Punkten wäre es eigentlich viel zu viel. Wenn wir zur Seite schauen und uns die Krähenfüße anschauen, dann ist das der deutlich einfachere Teil, weil der Krähenfüßenmuskel ist ein Ringmuskel, der um das Auge geht. Mit dem kann man nämlich, wenn man so zusammenzwickt, genau, fest zusammenzwicken, genau. Man sieht, das ist ein Ringmuskel, der quasi die Haut so zusammenzieht. Kannst du locker lassen. Und dieser Ringmuskel macht Falten. Aber, jetzt kommt wieder ein Aber, die Falten, die in der Mitte, quasi hier in dem Bereich vom äußeren Augenwinkel mehr in die Mitte gehen, die haben mit dem Botulinumtoxin weniger zu tun. Denn wenn die Patientin sich nicht bewegt, aber lachen würde, schiebt sie genauso Falten zusammen, wie wenn sie den Ringmuskel aktiviert. Dass ich es rauskriege, aktiviert. Daher muss ich die Patientin aufklären, dass ich zwar die Ringmuskelaktivität mit dem Botulinumtoxin hier schwächen kann, aber trotzdem gerade im Unterlidbereich hin Falten weiterhin bestehen können, die durchs Lachen entstehen. Diese Falten entstehen dann trotzdem, und um diese Falten zu behandeln, sind Oberflächenbehandlungen wichtig. Ein Radiofrequenz-Needling wie das Potenza, ein Needling wie das Kinpen. Diese Behandlungen machen da definitiv Sinn, um der Hautqualität Genüge zu tun und diese zu verbessern. Was haben wir also gesehen? Die drei Regionen des Botox-Spritzens geht eh ganz leicht, ein bisschen Zornesfalte, ein bisschen Stirn, ein bisschen Krähenfüße, sind nicht leicht. Und ich muss selber sagen, dass ich nach 12 Jahren jetzt unterspritzen, das sind wirklich viele tausende Unterspritzungen mit Botulinumtoxin gewesen, jede Patientin noch immer anschauen muss, auch Patienten, die ich schon seit 10 Jahren unterspritze. Ich muss immer schauen und sie bitten, du bitte schau kurz böse, überleg mir die Punkte, schau kurz nach oben und überleg mir die Punkte genauso bei den Krähenfüßen. Das heißt, jede Patientin ist anders und bei jeder Patientin muss ich mich neu einstellen. Und das, was dann noch dazu kommt, gehört auch jetzt nicht in dieses Video, sondern in unsere Filler Academy, ist, dass die Einstichtiefe ein Thema ist, das heißt die XY-Achse, wo steche ich, die Einstichtiefe und dann noch die Dosis, die ich abgebe und dann auch noch die Verdünnung, wie ich es verdünnt habe. Diese ganzen Faktoren haben dann damit zu tun, ob die Botulinumtoxin-Behandlung gut ausschaut, ob sie ausreichend hält, wobei die Haltbarkeit immer damit zu tun hat, was erwarte ich mir. Der blockierte Zustand wird nie länger als 2-3 Monate sein, aber ein Zustand, wo die Falten reduziert und moduliert sind, weil der Muskel moduliert ist, das sollte 4-5 Monate sein. Aber da gibt es so viele Faktoren, die eben über Erfolg oder Misserfolg sprechen. Deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz wurscht, wo man sich die Botox-Behandlung machen lässt. Ich versuche eben, mein ganzes Wissen, das ich hier gesammelt habe, in der Filler Academy schon seit vielen Jahren weiterzugeben. Und wir haben da jetzt mittlerweile auch für unsere Ärzte Online-Kurse gemacht. Wir werden jetzt diese Patientin dann noch kurz unterspritzen. Das Team hinter der Kamera hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, die hat ja gar keine Falten, die braucht man gar nicht unterspritzen. Wichtiger Punkt daher noch. Botulinumtoxin verwende ich, um Falten zu verhindern. Gehen wir vielleicht in den Bereich der Falten in Ruhe. Wenn ich starke Falten in Ruhe schon habe, dann wird mir das Botulinumtoxin, indem es die Bewegung moduliert und den Muskel moduliert, relativ wenig helfen. Das heißt, Botulinumtoxin beginnt man sinnvollerweise zu spritzen, wenn ganz moderate Fältchen da sind, um Faltenbildung zu verhindern, und nicht dann, wenn man im Grad 4 ist, tief eingegrabene Falten hat und glaubt, dass man mit einer Botox-Behandlung die Falte wegbekommt. Das funktioniert nicht, weil Botulinumtoxin macht keine Falten weg, sondern moduliert die Muskulatur.